und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Jo, wir schauen gleich hier vorne rein in die Items. Da ist nach wie vor dieses wunderbare Item Name, Rarity Name, Type Name. Nara. Und ich finde die nach wie vor schrecklich. Aber wir haben jetzt inzwischen auch schon... Ui. Wir haben inzwischen jetzt auch schon, Schluck. Eure kommen, also beziehungsweise eure Benotungen, und die sind krass, 4,88 von 5 bei 8 Votes. Also scheinbar mega beliebt. Okay, ich finde den schrecklich, aber okay. Und dann haben wir hier den Taro. Jetzt bin ich gespannt, was bei dem Taro rauskommt. 4,14 von 5 bei 7 Votes. Okay. Das ist krass. Ja. Also, wie viele Reminders? 94 Reminders jetzt schon. Alles klar. So, dann haben wir hier den Gatekeeper. Und der Gatekeeper hat 5 von 5 bei 2 Votes. Habe ich auch gestern bereits die Noten drauf gegeben. Und hier... Flying Carp. Der fliegende Karpfen. Ja, 4,67 von 5 bei 3 Votes. Alles klar. Das sind die beiden, die jetzt hier drin sind. Jetzt kommen wir zu den Daily Items. Und dann schauen wir mal, der Star Power ist jetzt gerade drin. Ich finde den so schlimm. Ich finde den wirklich schlimm. Ich weiß, der ist mega beliebt. Ich finde den grausam, ehrlich. Bin da wahrscheinlich irgendwie falsche Generation oder so für das Ding. Also ich gebe dem 5 von 10 und ich weiß, ihr liebt den. Ich weiß es. 4,44 von 5 bei 9 Votes, 75 Reminders. Ich finde das Ding grausam, wirklich grausam. So, dann haben wir hier den Autocleave. Ja, also Pressluft-Hemmage. Er kriegt von mir auch 5 von 10. Gucken wir mal, was beim Autocleave der Fall ist. Jetzt sind wir uns mal einig. 2 von 5 bei 7 Votes. Gefällt euch auch nicht, das Ding. So. Also, dann haben wir hier den Armadillo. Und der Armadillo, ja, perfekt für Paradise Palms. Kriegt von mir 6 von 10. Und hier haben wir 2,95 von 5 bei 12 Votes. Am 28. August 2018 ist erstmal drin gewesen. 27 Reminders. Ja. Dann haben wir hier den Desperado. Ja, auch 6 von 10. Ist jetzt auch nicht gerade der Oberbringer. Ist jetzt auch, sieht auch nicht total schlecht aus, aber irgendwo so ein Mittelding. 3,6 von 5 bei 5 Votes. Am 5. November 2017 ist erstmal drin gewesen. 24 Reminders nur. Und jetzt haben wir einen neuen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt halten wir uns mal fest. Hier haben wir jetzt einen neuen Emote, den Bombastic. Schauen wir, was der kann. Naja, also, da muss ich echt sagen, ja, der Sound ist ganz cool, der Tanz ist weniger spannend, das ist eine Standardbewegung, die, glaube ich, jeder von uns hinbekommen würde, also jetzt ein Oberbringer ist es nicht, aber der Sound ist ganz cool, ich gebe dem Ding den Bombastic. 7 von 10. Und dann gucken wir mal, ob für den Bombastic schon irgendwelche Noten da sind. Ja, besonders gut kommt er jetzt auch nicht an. 3 von 5 bei 2 Votes. Ja, bis jetzt. Kann sich alles noch ändern. Ist jetzt nicht wirklich, wirklich... Und das ist natürlich Oberschrott. Also wirklich dafür
0 von 10 für Buckled. Also sorry, aber das ist ja wohl lächerlich. 3,57 von 5 bei 14 Votes. Also wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und läutet die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, oder eben Fortnite Action mit dem Herrn Sofort oder so, ne? Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.